Dieses Video wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Das nächste Etappenziel ist erreicht. Der FC Bayern steht einen Spieltag vor Ende der Top 16 Zwischenrunde als Viertelfinalist fest. Der FCB damit der letzte deutsche Vertreter im Wettbewerb, nachdem Ulm und zuletzt auch Alba Berlin die Segel streichen mussten. Der Sieg über Turin bedeutet zudem, dass die Mannschaft von Sascha Djordjevic als Gruppenerster in die K.O.-Runde einzieht. Der Viertelfinalgegner steht zwar noch nicht fest, dafür ist aber klar, die Bayern haben in der Best-of-Three-Serie Heimrecht. Unsere Halle, unsere Fans, unser Publikum, unser Zuhause, wir spielen hier gerne, wir trainieren hier jeden Tag, wir spielen einen ganz tollen Basketball und das wollen wir nutzen. Wir wollen nicht zweimal auswärts spielen, sondern am liebsten einmal zu Hause und das zweite Spiel gewinnen und wenn nicht nach Hause zurückkommen, um die Runde zu entscheiden. Bevor es aber Anfang März im Viertelfinale weitergeht, steht am Mittwoch das letzte Top-16-Spiel in Vilnius an. Trotz schon eingetütetem Gruppensieg auch dieses Spiel enorm wichtig. Wir wollen ja noch eine Runde weiterkommen, wir wollen ins Halbfinale kommen und dementsprechend zählt in diesem Spiel, was jetzt in Vilnius kommt, jeder Punkt, jeder Korb, weil wir wollen auch im Halbfinale einen möglichen Heimvorteil haben und das entscheidet sich abhängig davon, wer mehr Pluspunkte hat, wer mehr Siege, wer mehr Niederlagen hat und dementsprechend hoffen wir auf einen Heimvorteil auch im möglichen Halbfinale. Eine möglichst gute Ausgangsposition für den Eurocup-Endspurt, also das Ziel. Im Viertelfinale geht es dann entweder gegen Reggio Emilia, den französischen Vertreter aus Lyon oder das russische Top-Team aus Kasan. Wir wollen nicht so gerne nach Kasan, da die Reise sehr unbequem und sehr lang ist. Das ist ein Gegner, den wir vermeiden wollen, aber wir können uns das nicht aussuchen, sondern das hängt ab von den Ergebnissen des letzten Spieltages. Reggio Emilia kennen wir. Wir haben einmal sehr gut gespielt zu Hause, auswärts uns ein bisschen hängen lassen am Ende. Villaban ist eine unbekannte Mannschaft für uns, da habe ich keine Präferenzen, also nicht unbedingt nach Kasan wäre wünschenswert. Bei einer 13:2 Bilanz in der bisherigen Eurocup-Saison die Bayern auch gut beraten, sich weiter auf die eigenen Stärken zu konzentrieren.